Hey du, ich bin Mylene, auch genannt May, 16 Jahre alt und schon seit einigen Jahren hier auf der Farm. Mich kennen hier viele, ob das so positiv oder auch negativ ist, weiß ich nicht. Aber egal, ich will dir eine Geschichte erzählen, meine Geschichte, um genau zu sein. Seitdem ich klein war, lebte ich mit meiner Familie in Moorland. Ich hatte schon immer ein Faible für Pferde und so durfte ich auch schon früh reiten lernen. Das erste Pony war ungefähr halb so groß wie der Rest, jedoch hatte es einen umso größeren Charakter. Ihr Name war Nika und sie war wirklich das sturste, aber auch gutmütigste Pony, welches ich je kennenlernen durfte. Meine Mom begeisterte sich aber nach meinem ersten Sturz überhaupt nicht mehr für den Reitsport. Sie verbot es mir sogar. Bis zu dem Zeitpunkt, als ein Pferd namens Auto kam. Es war ein Fjordi. Ja gut, ein Fjordi. Ihr denkt bestimmt, sie ist langweilig oder sonst was. Aber nein, das war es bei diesem nicht der Fall. Und so begann meine Geschichte. Ich war wie immer vorsichtig, dass meine Mom mich bloß nicht zum Stall gehen sieht. Aber ich wagte es und schielte etwas hinein. Dort stand sie. Ich hatte ein Gefühl, ich musste es unbedingt vom Nahen ansehen. Achso, mein persönlicher Makel ist übrigens meine Sturheit. Jedoch war es immer eine Schwierigkeit für mich, Regeln zu brechen, weshalb es mir bei jedem Schritt immer mehr schwer fiel, Moms Regeln nicht zu beachten. Doch ich kam so weit und blickte sie an. Irgendwas war da. Ob es eine Bindung war, konnte ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht sagen. In mir herrschte diese eine Frage: Soll ich sie jetzt näher betrachten oder sollte ich es doch lieber lassen und auf Mom hören? Ich entschied mich aber für das Erste. Ich hatte die richtige Entscheidung getroffen. Sie zu treffen war ein Licht in meinem Leben. Seitdem sind 7 lange Diskussionen mit meiner Mom, 3 Jahre und ein Kauf von Auto geschehen. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich Moms Regel gebrochen habe. Sonst hätte ich das niemals so weit geschafft. Auto hätte ich niemals wirklich kennengelernt und mein Leben würde ganz anders verlaufen. Jetzt bin ich frei, frei mit Autumn. Wir haben so viel erlebt und ich vertraue ihr zu 100%. Mittlerweile reiten wir frei rum und es macht wirklich Spaß. Wir genießen jeden Tag, den wir miteinander ausleben können. Ja, naja, meine Mutter musste sich darauf einstellen, dass es vielleicht doch etwas holpriger wird. Ich kann aber auch sagen, es war nicht gerade einfach. Es war wirklich hart und ziemlich steinig, es überhaupt so weit zu bringen. Mit einem Pferd, welches man nicht wirklich kennt, aber das Gefühl hat, man ist mit dem verbunden. Und ja, das ist meine Geschichte. So, das war meine erste kurze Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr gerne wissen möchtet, was innerhalb der 3 Jahre geschehen ist oder ihr eine andere Geschichte haben möchtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich werde es, sobald ich Zeit habe, machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal.